Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen, der Konflikt zwischen Russland und der EU, der ist in den vergangenen Tagen noch einmal eskaliert. Russland hat sich dazu entschieden, deutlich weniger Gas über die Pipeline Nord Stream 1 zu liefern, die via Ostsee Deutschland und Russland verbindet. Und das hat Auswirkungen auf eine Reihe von Ländern. Das sind Frankreich und die Niederlande, die deutlich weniger Gas bekommen, aber auch Österreich und Deutschland, die ja so sehr abhängig sind von russischem Gas. Die Interpretation in der EU, und die ist wahrscheinlich gar nicht so falsch, Russland redet sich zwar auf technische Gebrechen aus, aber es ist klar, Moskau übt Druck aus, will die Gaspreise weiter nach oben zu treiben oder wie das führende Politiker bei uns in Österreich und in Brüssel formulieren, Gas wird hier als Waffe benutzt. Als Reaktion auf diese Entwicklung jedenfalls, da hat hektische Betriebsamkeit eingesetzt, um Gas- und Energieengpässe, muss man sagen, zu verhindern. Einerseits zum Beispiel in Österreich, da wird das erst 2020 stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach reaktiviert. Genauer genommen hat die Regierung mit dem Energiekonzern Verbund vereinbart, dass das Kraftwerk wieder so ausgerüstet werden soll, dass eben Energiestrom erzeugt werden kann aus Kohle. Deutschland geht einen ähnlichen Weg. Dort sind mehrere Kohlekraftwerke, die nur mehr in Reserve gehalten werden und diese sollen nun wieder aktiviert werden. Ähnliches kommt aus den Niederlanden. Und es geht gar nicht nur um Kohle. Plötzlich sieht es so aus, als würde auch Atomstrom eine Art Comeback feiern. In Deutschland, da fordern jetzt CDU und FDP, die drei noch verbliebenen Meiler länger am Netz zu lassen. Sie sollten ja Ende 2022 abgeschaltet werden. Und man braucht kein Hellseher sein, dass sich diese Debatte noch intensivieren wird. Aber ist das jetzt ein richtiger Weg, wenn da plötzlich Kohle und Atomstrom wieder zum Zug kommen? Oder ist das fatal, einerseits über Kohle, Strom und Energie zu erzeugen? Das ist natürlich fürs Klima extrem schädlich. Und bei Atomenergie, das ist in Österreich sowieso eine Art rotes Tuch. Kritiker sagen, damit sind gewaltige Risiken verbunden. Ja, aber diese Fragen wollen wir heute diskutieren. Herzlich willkommen zu unserem interaktiven Talk, dann an Mitreden. Mein Name ist Andras Sigetbar und das sind unsere spannenden Gäste heute. Ich freue mich sehr, dass die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler wieder bei uns ist, die sozusagen auch am Drücker sitzt bei vielen dieser Fragen. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass die Klimaaktivistin Lena Schilling bei uns ist. Sie ist unter anderem Sprecherin der Lobau-Bleibt-Bewegung. Danke fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank. Und last but not least, wie es heißt, ist der Physiker Werner Gruber bei uns. Er ist Buchautor und ich will auch sagen Volksbilden, hat also in verschiedenen Bereichen, unter anderem an den Volkshochschulen und im Kabarett, um die Vermittlung physikalischer Zusammenhänge sich stark gemacht und eingesetzt. Danke fürs Mitdiskutieren. Guten Tag. Ja, wir haben wie immer unsere Userinnen und User gebeten, uns auch Fragen zu schicken und da haben sehr viele auf das Thema sind angesprungen. Frau Schilling, ich will bei Ihnen vielleicht beginnen, aber will nur zwei Meinungen aus dem Forum, aus unseren Foren vorlesen. Da ist Userin oder User Proxima Centauri, die sagt, okay, dieses Kohlekraftwerk wird tatsächlich reaktiviert. Wenn das jetzt ans Netz gehen soll, während ich auch noch CO2-Abgaben bezahlen muss, dann werde ich mir einfach schwer verarscht vorkommen. Und ein zweiter User, der sieht das recht ähnlich. Es wird vielleicht notwendig werden, aber man fühlt sich doch durch solche politischen Fehlentscheidungen im Energiesektor, dessen Folge das ist, eigentlich auf die Schippe genommen. Finden Sie das, was sagen Sie dazu, dass da ein Kohlekraftwerk wieder reaktiviert wird? Also vielleicht gleich am Anfang, alle fossilen Kraftwerke sind ein Versagen der Politik. Wir können uns das 2022 eigentlich echt nicht leisten. Und ich glaube, wir müssen jetzt reden, unter welchen Bedingungen das stattfindet. Also das möchte ich vorwegschicken. Es ist ein jahrzehntelanges Versagen, das uns jetzt an diesen Punkt geführt hat, ein jahrzehntelanges tatsächliches Versagen der Politik, für die man sie auch verantwortlich machen muss. Gleichzeitig jetzt aber zu sagen, dass wir trotzdem fossile Energien irgendwie als Alternative, als Perspektive sehen können, ist, glaube ich, einfach falsch. Vor allem bei diesem Kohlekraftwerk in Mellach geht es ja um eins, dass man einen ganz kleinen Teil eigentlich substituiert. Also es sind ungefähr 1%. Ich freue mich gerne über Berichtigungen bei meinen Zahlen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir das gar nicht jetzt in Betrieb nehmen. Wir haben vor 2 Jahren gefeiert, dass das nicht mehr in Betrieb ist und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man sagt, okay, 1% erstens und zweitens, was ist das für eine Message? Was ist das für eine Message an die Klimabewegung und alle jungen Menschen? Ich glaube, das geht sich einfach nicht aus. Vor allem, wie gesagt, es kann gar nicht jetzt in Betrieb genommen werden. Der Ex-Verbundchef, der hat sich dazu geäußert und hat auch gesagt, es gibt das Personal gerade gar nicht, um das in Betrieb zu nehmen und auch die Ressourcen nicht. Das heißt, was ist jetzt das Gebot der Stunde? Eh schon wie die letzten 20 Jahre ganz stark auf Erneuerbare setzen und kommunizieren, Energiesparen, vor allem auch in der Industrie und in Branchen. Und dafür braucht es einen klaren, strukturierten Plan. Aber Kohle ist auf jeden Fall keine Alternative.
Okay, Frau Ministerin. Ich glaube, wir sind uns in dieser Runde einig, nämlich einig bei der Frage, wo müssen wir hin? Und es ist ganz klar, raus aus dieser Erpressbarkeit, raus aus der Abhängigkeit von Russland, von fossilen Energien, kommen wir nur mit Effizienz und Erneuerbaren. Völlig klar. Also haben wir, glaube ich, in dieser Runde keinen Dissens. Ja? Aber in welcher Situation befinden wir uns gerade? In welcher Situation befinde ich mich gerade? Wir haben eine Situation, in der Wladimir Putin Energielieferungen, Gaslieferungen einsetzt als Instrument in einer Auseinandersetzung. Da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Das ist genau das, was jetzt passiert. Das hat ein Ziel, uns zu verunsichern. Das hat ein Ziel, Preise zu treiben. Das hat ein Ziel, Speicherung, Gaseinspeicherung zu erschweren. Und dem müssen wir entgegenhalten. Dem müssen wir entgegenhalten, indem wir vorsorgen. Das tun wir, indem wir die Gaseinspeicherung vorantreiben. Auch gestern ist wieder eingespeichert worden, indem wir der Industrie ermöglichen, selbst einzuspeichern und vorzusorgen, indem wir das diversifizieren, also weg von der Russland-Abhängigkeit unterstützen mit allem, was geht. Aber es heißt eben auch, sich auch auf alle Szenarien vorbereiten, was passiert, wenn tatsächlich der Gasfluss komplett ausbleibt. Das heißt, Versorgungssicherheit für so einen Fall ist einfach ein Gebot der Stunde. Und ich werde alles tun, um für diesen äußersten Notfall alles in Bewegung setzen zu können, was geht. Und das heißt eben auch, ein Kraftwerk wieder in einen Zustand zu versetzen, dass es 260.000 Haushalte versorgen kann. Das Kraftwerk ist wenn es läuft, eine Versorgungssicherheit für 260.000 Haushalte. Das ist nur im äußersten Notfall. Das ist, wenn ganz Europa in einer Situation ist, dass wir alle suchen, wie können wir Alternativen zu Gas entwickeln. Und genau für diesen Notfall wird dieses Kraftwerk wieder ertüchtigt. Das ist keine Perspektive, das ist Notfallabsicherung. Okay. Frau Schilling, jetzt sagt die Frau Ministerin quasi, es ist eigentlich eh ungewollt, aber alternativlos. Können Sie dem was abgewinnen? Ich würde es ganz genauso sehen, dass die Versorgungssicherheit bis zu einem gewissen Grad garantiert werden muss, das ist klar. Aber, und jetzt ist das große Ding, warum beginnen wir nicht jetzt mit Energiesparmaßnahmen? Warum beginnen wir nicht jetzt damit zu sagen, okay, dann reduzieren wir? Und also tatsächlich, wenn wir sagen, wenn das Kraftwerk eingesetzt werden kann, das ist Mitte, Ende Winter. Was für Maßnahmen es jetzt braucht? Eben, Branchen müssen vor allem Papier, Chemie, Glas, da müssen klare Regelungen hin, wie wir das schaffen, Energie zu reduzieren. Gleichzeitig müssen wir aber in eine Offensive gehen und sagen, zum Beispiel Tempo 100, autofreier Sonntag, wir hatten das alles. Es gibt Maßnahmen, aber es braucht politische. Wir können nicht wieder an die Leute appellieren und sagen, bitte seid lieb, sondern wir müssen sagen, hey, wir müssen jetzt politische Maßnahmen haben und als Gesellschaft an einem Strang ziehen. Und dafür braucht es jetzt Energiesparmaßnahmen. Und wie gesagt, ich finde, Kohlekraft kann keine Alternative mehr sein. Und auch nicht im äußersten Notfall, weil dafür müssen wir uns anders vorbereiten. Darf ich nur eine kurze Frage, bevor ich Sie dann gerne nochmal antworten lassen würde, Frau Ministerin, wann, weil das die Frau Schilling gesagt hat, auch Ende Winter, also kommt gar nicht mehr rechtzeitig, wann, Sie haben gesagt 260.000 Haushalte, das haben Sie ja beantwortet, aber wann, was sagen denn die Experten Ihre, wann kann das wieder, oder der Verbund, wann kann das wieder wirklich Strom produzieren? Es war ja deswegen notwendig, die Entscheidung so früh wie möglich zu treffen, weil das einfach eine Vorlaufzeit hat. Ich habe mit großer Freude und wirklich mit großer Freude das letzte Stück Kohle aus diesem Kraftwerk ins Museum getragen. Ja, und das heißt, das ist ein stillgelegtes Kraftwerk. Da braucht es eine technische Umrüstung, da braucht es die Menschen, die drin arbeiten, und es braucht die Beschaffung der Kohle, weil aus gutem Grund hat der Verbund keine Kohle mehr lagern. Und das heißt, das hat einen Vorlauf von mehreren Monaten. Der Verbund ist jetzt unter Hochdruck dran, auch all diese Schritte zu machen und zu gehen. Ich will mir in keiner Situation vorwerfen lassen, nicht alles getan zu haben, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Also, aber reden wir da eher von September oder tatsächlich eher von Februar? Weil das wird ja die erste Frage sein, die ihr sicher diskutiert habt in den Gremien. Deswegen war es notwendig, die Entscheidung jetzt zu treffen, weil es auf jeden Fall einen Vorlauf hat. Und auch Deutschland hat ja angekündigt, wieder verstärkt auf die Kohle zu setzen, um
weniger erpressbar zu sein durch Gaslieferungen. Also insofern war es notwendig, die Entscheidung jetzt zu treffen, damit so schnell als möglich auch beschafft werden kann. Es gibt da noch keine verbindliche Aussage. Die technische Umrüstung braucht 3-4 Monate. Die technische Umrüstung. Aber wann es in Betrieb gehen kann, das hängt eben auch davon ab, hängt von vielen weiteren Umständen ab. Die Frage trotzdem noch einmal zurück. Ich glaube, wir sind uns wirklich einig, dass wir das Energiesparen und Effizienz und die Erneuerbare der Weg raus sind. Also das ist vollkommen klar. Und ich bin die seit 1,5 Jahren um ein wirksames Energieeffizienzgesetz kämpft. Und ich hoffe, dass jetzt auch alle, die bisher gebremst haben, verstanden haben, wie wichtig das Thema ist und wie grundlegend wichtig das ist, auch für unseren Weg raus aus dieser Abhängigkeit. Und ich glaube, dass das Thema Sparen, das Energiesparen macht immer Sinn, zu jedem Zeitpunkt, auch jetzt. Was im Unterschied zu Deutschland bei uns ist der große Gasverbrauch, steigt sozusagen bei den Haushalten im September an. Deswegen ist unsere große Kampagne für den Beginn der Heizsaison geplant, weil wir dort den größten Impact haben, indem wir auch noch einmal breit das Thema thematisieren. Aber völlig klar, auch in unserem Ausstiegsplan aus russischem Gas, erneuerbare Effizienz, also Gas. Wir haben ja ein bisschen Zeit, da kommen wir noch hin. Jetzt wollte ich noch mal Herrn Gruber fragen, jetzt haben Sie lange zugehört. Wo stehen Sie denn da zwischen der Frau Ministerin, die sagt leider, aber alternativlos, die Frau Schilling, die sagt nein, sollte keine Alternative sein? Also ganz ehrlich, ich möchte nicht im Moment in der Haut der Frau Minister stecken, ganz offen gesagt. Ich glaube allerdings, dass ein Kohlekraftwerk, also alles, was CO2 rausbläst, finde ich immer nicht besonders attraktiv. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch die Gas- oder die Erdgasgeschichte nicht besonders sinnvoll. Wir vergessen nämlich eins bei dem Ganzen, dass bei der Erdgasförderung, auch beim Fracking, auch wenn es Leoben in der Lage ist, biologisch neutral Fracking durchzuführen, wird irrsinnig viel Methan freigesetzt und Methan ist ein 20-mal so starkes Klimagas Klimagas als das CO2. Deswegen bin ich und ich war schon vor 20 Jahren auch nicht für Erdgas, weil das auch keine besonders sinnvolle Alternative darstellt. Was jetzt durchaus vielleicht eine Idee ist, die man sich andenken könnte: Energie kann eingekauft werden, auch aus dem Ausland und auch mit sehr guten Partnern, wo man nicht runterfahren muss nach Saudi-Arabien, was zum Glück eh nichts geworden ist, was mich persönlich sehr beruhigt, weil von einer Diktatur auf die andere wechseln, bringt da sehr wenig. Aber wir haben jetzt Deutschland als auch Frankreich, könnten wir als Energiepartner verwenden, dass wir mal schlicht und einfach Strom in ganz großer Menge einkaufen. Und diesen Strom, und da muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, wir haben heute schon, beziehen wir einen Teil unseres Stroms, den wir zukaufen, ist auch schon Atomstrom. Das muss man da, es ist immer so schwierig mit dem Marschall, wo der Strom herkommt, aber ein Teil, die genauen Zahlen zu recherchieren, ist nicht so einfach. Aber wenn man jetzt definitiv spricht mit Deutschland oder Frankreich und so sagt, Freunde, wir würden gerne Strom von euch kaufen, Strom ist im Moment leichter verfügbar als Gas. Und das ist vielleicht durchaus eine Alternative, an die wir nachdenken müssen. Ja, ich weiß, es wird nicht billig. Also da brauchen wir schon drüber reden. Mir ist schon klar, günstig wäre es, wenn morgen Erdgas zur Verfügung stehen würde. Aber Erdgas war die für eine äußerst schlechte Variante. Aber es heißt kurz gesagt, statt zum Beispiel der Kohlekraftwerke und die Reaktivierung zu diskutieren, lieber sagen, Frankreich, Deutschland, wir kaufen bei euch auch im Bedarfsfall Strom ein und eben auch Atomstrom, weil uns das hier Reserven schafft und auch vielleicht verhindert, dass wir dein Kohlekraftwerk wieder einschalten müssen. Wäre mir persönlich, ich muss dazu sagen, ich führe im Moment nicht Diskussion mit Deutschland oder Frankreich, aber vielleicht eine bessere Alternative als ein Kohlekraftwerk, vor allem, wo man auch rechnen muss, die Reaktivierung. Ich weiß zum Beispiel noch nicht, ob dieses Kohlekraftwerk Steinkohle oder Braunkohle verharzen wird, was auch wieder nur mal einen gewaltigen Unterschied macht. Was ist besser, Herr Kuhr? Pest und Cholera ist ungefähr genau dieselbe Frage. Nein, Steinkohle hätte einen höheren Heizwert. Das ist der große Vorteil. Okay. Frage Messler, sagen Sie kurz auf beide Punkte, vielleicht können Sie eingehen. Also diese. Also die eine Frage ist, auch hier sind wir uns einig, ja, und
raus aus der Abhängigkeit und aus der Pressbarkeit von Russland, nicht in die nächste Abhängigkeit begeben, heißt am Ende raus aus den fossilen Energien. Weil das ist einfach das, was wir jetzt sehen, ist, wie sehr uns diese Abhängigkeit von fossilen Energien schmerzt und wie sehr uns die zu schaffen macht und erpressbar macht. Aber ich glaube, der Punkt ist eh klar, Österreich kann nur souverän und frei entscheiden, wenn wir energieunabhängig sind, und das heißt eben erneuerbare Effizienz, das heißt diversifizieren. Und wir sind aber in einer Situation, wo wir kurzfristig, gerade im Wärmebereich, nicht alles sofort umstellen können. Also das heißt, wir müssen auch mit einer technischen Voraussetzung arbeiten, die wir jetzt haben und wo wir schnell substituieren können und wo wir schnell agieren können. Aber deswegen haben wir parallel zu all den Notfallmaßnahmen und Notfallplänen, die wir jetzt gemacht haben, auch eines auf den Weg gebracht, das Erneuerbaren Wärmegesetz, um ein Beispiel zu nennen. Weil es geht nicht darum, nur Auswirkungen und Notfälle zu bekämpfen und sich dafür zu rüsten, sondern es geht darum, das Übel an der Wurzel zu packen. Und das heißt, Ausstieg aus dem Heizen mit Kohle und Öl bis 2035, aus dem Heizen mit Gas bis 2040, weil es geht nicht um die Frage am Ende, ob jetzt Kohle, welche Art von Kohle weniger schlecht ist, sondern es ist ein fossiler Brennstoff und wir müssen raus aus diesem fossilen Brennstoff. Also das ist ganz klar der Weg, und ich muss auch sagen, es ist wirklich ermutigend zu sehen, wie viele Menschen in Österreich das unterstützen und dabei sind. Wir haben Rekordanfragen, was die Förderung betrifft. Ich habe zwei Nachfragen. Das sind jetzt sehr viele spannende Themen. Das eine ist aber, was der Herr Gruber gesagt hat, Frau Ministerin, das wäre noch wichtig, sozusagen dieses Atom-Revival. Wie ist das ein Weg, dass man sagt, wir kaufen mehr ein, und vielleicht, da kommen wir auch noch dazu, Österreich versucht ja auch im Europäischen Verbund ja zu bremsen. Die EU-Kommission, das ist wahrscheinlich sogar kommende Woche die Abstimmung im EU-Parlament, diese sogenannte Taxonomie. Also das soll unter anderem Atomenergie, damit ich das nur noch ganz kurz erkläre, wenn ich es richtig verstehe, sonst korrigieren Sie mich, zu einer Art grünen Investment erklärt werden, die auch Förderungen der EU leichter macht in Atomstrom, in neue oder renovierte Kraftwerke und auch private Investitionen erleichtern soll. Österreich ist ja da sehr dagegen. Sie haben eine Klage so dagegen angekündigt. Bleiben Sie quasi bei diesem Nein, bei dieser Linie? Ja, sowieso. Und zu dem, völlig klar, zu dem Thema, was vorher angesprochen wurde, wir sehen gerade aktuell in Frankreich, dass 29 der Atomkraftwerke nicht in Betrieb sind. Ja? Und dieses Risiko der Atomkraft, auch mit fortschreitender Klimakrise, das wird nicht kleiner, das wird größer. Wir haben einfach schnellere, sicherere, deutlich günstigere Alternativen. Die Wind- und Photovoltaik sind in den letzten Jahren um 90 bzw. 70% günstiger geworden. Die Atomkraft um ein Drittel teurer. Braucht ewig, um verfügbar zu sein. Also Atomkraft wird uns hier rein pragmatisch nicht weiterhelfen. Und auf EU-Ebene geht es ja jetzt um eine ganz andere Entscheidung, nämlich ist Atomkraft und vor allem auch fossiles Gas, ist das eine nachhaltige Investition? Und auch bei allen kurzfristigen Notwendigkeiten, nein, Investition in fossiles Gas und eine Investition in Atomkraft kann keine nachhaltige grüne Investition sein. Wo grün draufsteht, muss grün drinnen sein. Und und darum geht es bei der Taxonomie. Und deswegen war es sehr ermutigend zu sehen, dass das Europaparlament in einer ersten Abstimmung gegen diesen Schritt gestimmt hat. Das Plenum entscheidet jetzt im Juli, Anfang Juli. Und im Rat der Energieministerinnen ist das sicher da wird es keine Mehrheit dagegen geben derzeit, zeichnet sich das nicht ab. Aber für den Fall, dass dieser Akt in Kraft tritt, habe ich immer gesagt, und das bereiten wir auch vor, werden wir das auch eintragen. Noch eine Nachfrage, ein Satzantwort bitte nun. Das heißt aber, Sie finden auch diese Debatte in Deutschland, Sie wären auch dagegen, dass diese 3 Meiler weiter verlängert am Netz bleiben, was dort gefordert wird. Frau Ministerin, ganz kurze Antwort. Ja, mein Kollege Robert Habeck hat auch viele schwierige Entscheidungen zu treffen und hat das Thema ja schon einmal diskutiert, und da war das Risiko größer als der Nutzen, aber das ist eine Entscheidung, die Deutschland treffen muss. Okay, Herr Gruber,
Ist das, jetzt sagt die Frau Ministerin, es ist risikoreich und unwirtschaftlich? Zwei, drei Dinge. Erstens einmal, Frankreich kämpft im Moment nicht mit der Abhängigkeit von russischem Erdgas und die haben jetzt im Moment die diskutierende Energiekrise nicht besonders stark. Das muss man mal als erstes feststellen. Die Stromkrise, weil ihnen die Atomkraft ausfällt. Entschuldige, das stimmt. Das ist eine gute Präzisierung. Sie diskutieren nicht die Gasabhängigkeit, Sie diskutieren einen Blackout, weil die Atomkraft ausfällt. Ja, Blackout wird auch hier in Österreich diskutiert. Das zweite, grün ist kein Markenzeichen. Grün könnte man auch so interpretieren, CO2-neutral. Frau Minister, ich stimme Ihnen absolut zu. Wenn es jetzt um die Kosten-Nutzen-Rechnung geht, ist die Wind und Photovoltaik sicher das, was das Zukunftsthema ist. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen und ich bin für den absoluten Ausbau. Was wir leider als großes Problem haben, nehmen wir jetzt an, wir könnten 100 Quadratkilometer, was unrealistisch ist, morgen an Photovoltaik in Österreich bauen. Dann haben wir immer noch das Problem, dass unser Netz diese Stabilität nicht garantieren könnte. Sprich, wir sind nicht in der Lage, in Österreich, obwohl wir kein so schlechtes Netz haben, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber wir sind nicht in der Lage, wenn wir jetzt morgen, und wir wissen alle, dass die Bauverfahren, und Sie haben das selber schon angesprochen, dass das verkürzt werden muss, dass wir nicht in der Lage sind, im Moment kurzfristig, und wir reden jetzt vom nächsten Winter. Wir reden nicht, was in 10 Jahren ist. Ich bin vollkommen bei Ihnen zu sagen, ich bin selber Forschungskoordinator des Landes Burgenlandes. Wir haben uns vorgenommen, 2030, und uns hängt schon die Zunge aus, weil wir uns da wirklich bemühen. Okay, Herr Gruber, aber bleiben Sie beim Punkt. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist jetzt nur zu sagen, jetzt für den Winter wird uns keinziges Windkraftreal und keinzige Photovoltaikanlage helfen. Ich befinde mich gerade im Salzkammergut, habe das Haus meiner Eltern geerbt. Das ist ein uraltes Haus, das bis vor 2 Jahren noch mit Holz beheizt wurde. Und ich habe mich dazu entschlossen, nicht mehr mit Holz zu heizen, sondern ich habe mir schlicht und einfach... Moment, Herr Gruber, ich würde noch gerne... Das ist genau das Thema, wie die Lösung ausschauen könnte. Nämlich, dass man hergeht und sagt so, ein normaler elektrischer Heizkörper kostet heute beim Supermarkt 50 bis 80 Euro. Und wenn ich sage, ich habe 3 Heizkörper, die strombetrieben werden, in meinem Haushalt kann ich meinen Haushalt vernünftig finanzieren. Wir haben das Problem, die Umstellung der Wärmepumpen. Wir haben zu wenig Installateure, die mir Wärmepumpen umstellen können. Und. Da sind im Moment die genauen Probleme. Und wir reden jetzt von dem Winter. Und da wird uns jetzt auch nicht Photovoltaik oder Windkraft weiterbringen. Da werden uns Stromeinkäufe aus dem Ausland von verlässlichen Partnern, Deutschland und Frankreich zum Beispiel, durchaus weiterhelfen können. Dem muss ich jetzt leider kurz widersprechen, weil jedes einzelne Windrad, das man heuer aufstellen, macht einen Unterschied, weil es gerade in den gasintensiven Monaten im Winter den Wind, das Gas in der Stromerzeugung ersetzt. Und wir müssen ja das Gas rauskriegen jetzt. Aber das Netz holt es nicht raus. Jedes einzelne Windrad macht einen Unterschied. Die Windräder, die heuer aufgestellt werden, sind geplant, sind im Bau. Und natürlich ist das Netz entsprechend zu ertüchtigen. Sind wir uns ja auch einig? Ja, sind wir uns ja auch einig? Ist ja kein Widerspruch. Aber bis der Netzausbau müssen wir vorantreiben, parallel. Aber jetzt zu sagen, Windkraft hilft uns nichts, jedes einzelne Windkraft hilft uns. Auch diesen Winter hilft uns jedes einzelne Windrad. Das ist sehr schön. Ich habe noch eine Frage, bevor wir die Frau Schilling nochmal, aber Herr Gruber, nur ganz kurz. Heißt das, Sie sagen, also Österreich soll es importieren und soll auch zum Beispiel seinen Widerstand, wenn andere Länder ausbauen wollen, Atomkraft aufgeben? Verstehe ich das so richtig? Und man soll das nicht mehr als rotes Tuch behandeln? Erstens einmal, es wird jetzt mit Ausnahme der Franzosen, die ihr eigenes Konzept fahren, und das schauen wir uns nochmal an, bis ein Atomkraftwerk steht, vergingen 10 Jahre. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir jetzt sagen müssen, so, das ist jetzt die Zukunftstechnologie. Ich spreche vom nächsten Winter. Und ich muss vehement widersprechen, dass ich, wenn es heißt, ja, jedes Windkraftrad, das wir aufstellen, wir haben eine teilweise massive Netzüberlastung und ich kann dann gern ein paar Zahlen durchaus dazu bringen. Wir können nicht diesen Winter mit uns wollen wir nur 20 Windkraftrad aufstellen. Was viel zum Thema Atomenergie, was viel wichtiger wäre, wir können uns in Österreich auf den Kopf stellen.
Aber wir werden die Atomenergie aus Europa nicht rausbringen, was wahnsinnig wichtig wäre. Und ich schätze die EU und ich freue mich, dass wir auch da die EU-Fahnen bei der Frau Minister haben. Wir haben wegen jedem Staubsauger und jeder Klospülung haben wir eine Standardisierung. Wir haben keine Standardisierung bei den Sicherheitsstandards. Wir werden die Atomenergie aus Europa im Moment nicht rausdrängen können. Aber gemeinsame Sicherheitsstandards, das wäre vielleicht einmal ein Anfang, dass man zumindest okay. Das hätte. Frau Schilling, Sie haben jetzt da lang zugehört. Wo stehen Sie denn zwischen den beiden Positionen? Der Herr Gruber sagt eben jetzt mit meinen Worten nicht verteufeln. Die Frau Ministerin, Österreich bleibt aber in einer sehr, sehr skeptischen Haltung. Ich verstehe beide Positionen. Ich bin, glaube ich, in dem Fall ein bisschen näher bei der Frau Ministerin. Aber ich frage mich ehrlich gesagt auch auf der Ebene in Österreich gibt es einfach Dinge, die jetzt schon da sein müssen. Die Ministerin hat schon angesprochen, wir haben, es geht ums EWG, es geht ums Energieeffizienzgesetz und es geht ums Klimaschutzgesetz. Und da muss ich schon mal fragen, wo sind die denn jetzt? Also die sind in Begutachtung, aber wann liegen die endlich am Tisch? Also wir bräuchten jetzt das Erneuerbaren-Wärmegesetz so dringend, weil dann könnten wir über die Dinge reden, um die es gerade geht, nämlich Raumdämmung und Energieeinsparungen. Das ist, was wir jetzt ganz konkret machen müssen, nämlich für den nächsten Winter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo wir jetzt Strom herkriegen. Ich glaube, dass Atomstrom nicht die Zukunft ist, ist klar. Dass Atomenergie nicht die Zukunft ist, ist klar. Und wie das für den Winter ausschaut, das müssen wir uns überlegen. Aber das Gebot der Stunde ist Energiesparen. Und okay. Ja, da würde ich gerne zum Energiesparen, da würde ich gerne sowieso die letzte Viertelstunde darauf verwenden. Aber da würde ich noch gerne zwei Fragen, wenn wir noch ganz kurz bis zum Atomthema bleiben, weil das viele auch in Österreich bewegt. Herr Gruber, da sind zwei Fragen. Einer schreibt hier, also einer unserer Leserinnen und Leser, Physiker 87, der wissenschaftliche Konsens zur Kernenergie ist doch überwältigend. Sie ist umweltfreundlich, kostengünstig, sicher und hat niedrige CO2-Emissionen. Ein anderer User, vielmehr cool, sagt, Atomstrom hat doch fertig, spätestens seit man in der Ukraine-Krise quasi gesehen hat, was da passieren kann, wenn da Kraftwerke angegriffen werden oder das Personal ausgespart wird. Vielleicht an Sie beide nochmal, Herr Gruber, ist das so ein Risiko? Ist dieses Verständnis von Atomstrom bei uns richtig oder ist das übertrieben? Beide Meldungen stimmen und beide sind falsch. Kostengünstig ist Atomenergie definitiv nicht. Also das muss man ganz klar sagen. CO2-neutral ist es zu 100%. Also das ist für mich im Moment das, was das Wichtigste ist. Bei der Klimawandel, da wird es echt eng mit 2040. Was wir nicht vergessen dürfen, und da gibt es zig Hochrechnungen international, wie viele Todesopfer gibt es pro Terawattstunden. Und da ist interessanterweise trotz Tschernobyl und trotz Fukushima die Bilanz eine sehr gute. Deswegen ist für mich eine ganz klare Forderung, wir brauchen in Europa endlich ein standardisierte Sicherheitsnormen für alle, nämlich von unabhängiger Kommission bestimmt, damit das Zeug sicher wird. Was nur ein letzter Punkt ist, weil das wird immer so diskutiert, ja, was mache ich mit den hochradioaktiven Abfällen? Dazu gibt es, das wird nur in Deutschland diskutiert, das hat historische Gründe, das Endlager, die Restlösung in Resteuropa schaut komplett anders aus, dass man die durch ein sogenanntes physikalisches Verfahren, die Spallation aus höchst radioaktivem Müll, Müll macht auf Niveau von Krankenhausradioaktivität, dass man dann noch in der Größenordnung 20 Jahre im Freien lagern kann und dann kann man es theoretisch damit, dann können das machen, was wollen. Das heißt, Kernenergie, ja, wir haben in Österreich ein hochemotionelles Thema. International wird es sehr entspannt gesehen und vielleicht auch das war durchaus sehr interessant, die Medien zu verfolgen. Man sagt, ja, in Tschernobyl sind die Kühlpumpen ausgefallen. Ich muss Sie darauf hinweisen, in Tschernobyl die einzige Kühlpumpe ist die vom Büroleiter, sein Klimaanlage. Es wird in ganz Tschernobyl gibt es keine einzige Kühlanlage, die radioaktiven Brennmomente haben. Aber das heißt, okay, alles klar, das heißt, Sie sagen, es ist, lassen wir kurz, das heißt, es ist teuer, das war die eine Konsens, aber Sie sagen, sicher und auch der Atommüll ist handelbar. Frau Gewessler, bitte antworten Sie. Und eine Frage aus dem Netz, da sagt ein User, angenommen Österreich beginnt heute ein AKW zu bauen, wird dieses 2035, ist wahrscheinlich keine Möglichkeit für Sie, fragt aber der User, besser als Das ist ja eine schöne Frage. Der Herr Gruber sagt zu Recht, also ich muss ein bisschen zurechtrücken, das ist keine emotionale Debatte, sondern wir haben einfach wesentlich gescheitere Dinge, die wir machen können. Der Herr Gruber sagt zu Recht, 2040, das ist ein Kraftakt, dass uns das gelingt mit der Klimaneutralität. Und das heißt, ich brauche Lösungen, die verfügbar sind, die rasch ausrollbar sind, die günstig sind, die effizient sind, die sicher sind.
und die in einer eben rasch verfügbar sind. Wenn wir uns anschauen, in Frankreich wird seit 2009, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein Flamanville gebaut, das ist noch immer nicht am Netz. In Finnland ist ein Kernkraftwerk, Entschuldige, in Finnland dasselbe Spiel, das dauert alles dreimal so lang als in der Planungsphase, wird dreimal so teuer als in der Planungsphase. Also allein aus sehr pragmatischen Gründen ist die Atomkraft keine sinnvolle Lösung. Also wie gesagt, es gibt günstigere, schnellere und aber was heißt jetzt noch ganz kurz, was der Herr Gruber gesagt hat, dass es eigentlich sicher ist und wir uns da quasi auch nicht, und auch die Lagerung von Atom, das ist ja immer so ein Faktum ist halt der Sinn, also es ist ein Thema, das wir seit 30 Jahren diskutieren und seit 30 Jahren und allen wissenschaftlichen Fortschritt und Entwicklungsfortschritt, be my guest, aber seit 30 Jahren hören wir von der Atomindustrie, wir haben es gelöst und es ist halt noch nicht gelöst. Und was es jetzt wieder heißt, in 30 Jahren wird es gelöst, Myra ist fertig. Hilft mir auch nicht. Frau Minister, entschuldigen Sie, Myra ist fertiggestellt. Und was ist Myra, Herr Gruber? Sie müssen. Und zwar die Spallationsanlage, ich vergesse immer Niederlande oder Belgien. Und dort wird radioaktiver Müll jetzt schon zerstört. Also das ist erledigt. Wird die Kernfusion, das ist das, wo wir hoffen müssen, dass sich das bis 2035 ausgeht, dass wir endlich die ersten Kilowatt, Gigawatt, Terawatt Stunden über Kernfusion kriegen. Aber auch da vermisse ich tatsächlich, dass Europa mal versucht, diese Kernfusionsanlage ITER, die übrigens 15 Milliarden Euro kostet. Kärnten hätte sich das leisten können, eine eigene Kernfusionsanlage zu haben. Und da vermisse ich schon den Willen von Europa, das hier auf Schiene zu bringen. Ja, Energiepolitik ist nichts, was jetzt uns zwar leider den Winter betrifft, aber Umweltpolitik betrifft eigentlich die nächsten 20, 30 Jahre. Und der letzte Satz, hätten wir jetzt Hainburg, hätten wir ein Wasserkraftwerk, das wahnsinnig viel CO2 einsparen würde. Nur so nebenbei erwähnt. Okay, Frau Schilling. Ja, das hat mich gerade aus der Bahn geworfen. Also ich glaube, okay, wo setzen wir an? Atomkraft wird, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, nicht die Technologie der Zukunft sein. Deswegen finde ich es schade, dass wir so viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden. Ich glaube, wir brauchen jetzt gerade die Lösungen, damit wir nicht die Krisen gegeneinander ausspielen. Weil das ist, was halt leider irgendwie immer passiert. Wir reden jetzt drüber, okay, und der nächste Winter, und das stimmt. Und da gibt es Lösungen, über die müssen wir auch jetzt reden. Und gleichzeitig, okay, jetzt kommen wir dahin. Yes. Und gleichzeitig müssen wir über die Langfristigkeit reden. Ich finde es extrem schade, dass die Klimakrise in diesen Debatten dann immer die letzte Viertelstunde ist, weil es ist tatsächlich eigentlich das Thema, das wir haben, auch die nächsten Jahrzehnte haben werden. Das heißt, ja, wir brauchen, und ich weiß, jetzt sind wir da, jetzt würde ich Sie das gerne fragen. Ich will mir nur verwehren, es ist nicht die letzte Viertelstunde, wir haben ja die erste Viertelstunde über Kohle geredet, aber jetzt sind wir da. Tut die Regierung denn genug, das hat die Frau Ministerin schon gesagt zum Beispiel, was Energiesparen, machen wir es konkret. Da hat die Frau Ministerin gesagt, wir haben jetzt Sommer, wir haben draußen 30 Grad, kein Mensch heizt natürlich. Also was könnte da mehr getan werden, Frau Schilling? Also einerseits wünsche ich mir, und ich weiß, dass das auch am Koalitionspartner liegt, aber ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass endlich diese Gesetzesinitiativen aktiv werden. Also eben, ich habe schon vorher gesagt, Energieeffizienzgesetz, Erneuerbaren Wärmegesetz und Klimaschutzgesetz, das muss jetzt her. Was auch passieren muss, ich finde, dass es ein Tempo 100 braucht und wie gesagt, autofreier Sonntag, über all diese Dinge kann man reden, was jetzt schon auf den Weg gebracht werden kann. Ich glaube, dass die Leute da mitziehen, weil wir das solidarisch als Gesellschaft gemeinsam lösen müssen. Dann eben weiter zu Einsparmaßnahmen, die es in der Industrie einfach braucht und vor allem einen langfristigen Maßnahmenplan. Die Industrie kann sich auf ganz viel einstellen, wenn man gemeinsam einen Plan ausarbeitet, der irgendwie funktioniert. Und ich glaube, auch das passiert. Und dann, um zu sagen, die Regierung hat Rekordbudgets beschlossen für den Ausbau von Erneuerbaren. 250 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Windkraft und Solarkraft. Damit gibt es halt ein Problem, weil die Länder sich weigern, Windradeln aufzustellen. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel Verantwortung. Und ich hoffe, dass wir das auch bei den anstehenden Niederösterreich-Wahlen zum Beispiel nicht vergessen werden. Wir brauchen Windräder. Und wenn sich da eine Mikkel Leitner hinstellt und sagt, in meinem Bundesland wird kein Windrad mehr gebaut, ist das absolut lächerlich. Das heißt, wir haben Rekordbudgets und auf der anderen Seite, Föderalstaat, haben wir das Problem, dass Bundesländer die Flächen halt nicht freigeben, was extrem problematisch ist. Und ich glaube, da braucht es Druck.
Eine Nachfrage noch, Frau Schilling. Jetzt hat die, ja, haben Sie ja erwähnt, diese auch gesetzliche Lösung. Es steht da zum Beispiel drinnen, 2040 müssen Gasheizungen ersetzt werden. Jetzt, ich habe zum Beispiel eine, ich habe mir gedacht, na gut, ich habe Zeit und zugleich habe ich gedacht, ich höre jetzt von der Politik, es ist so dringend und da habe ich jetzt eigentlich noch 18 Jahre Zeit. Ist das eh schnell genug? Wie sehen Sie das? Geht es nicht anders oder dauert das zu lang? Es ist nie schnell genug. Ich bin in der Rolle zu sagen, es ist nie schnell genug. Und das stimmt natürlich. Also eigentlich wäre es besser, müssen alle Gasheizungen so schnell wie möglich getauscht werden. Das ist alles klar. Die Frage ist nur, warum gibt es das Gesetz jetzt noch nicht? Und wie gesagt, ich denke, das liegt an den Koalitionsbedingungen. Und für mich ist die Frage, schaffen wir es als Österreich mit dieser Regierung, dieses 2040-Ziel einzuhalten? Für mich ist die Frage, natürlich geht es nicht schnell genug. Natürlich muss das alles schneller passieren. Aber was sind die realpolitischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben? Und da Appell an alle Menschen, werdet politisch aktiv. Okay, jetzt noch vielleicht nur zur Einordnung. Es geht um das Erneuerbaren-Wärmegesetz, was auch mit dem Tausch der Thermen festgelegt ist. Etwa präsentiert vergangene Woche die politische Einigung von der Frau Ministerin. So, aber jetzt die Frage an Sie. Zum Beispiel Energiesparen. Das ist in vielen Zeitungen auch kritisch thematisiert worden. Warum tut die Regierung nicht mehr? Jetzt würde mich gerne interessieren, liegt das, weil die Industrie eh spart? Gas ist ja viel teurer geworden und da kann man eh nichts tun. Und es ist erst im September relevant. Oder haben Sie das Thema, ist es mit der ÖVP schwierig, wenn man auch dann irgendwie sagen müsste, haltet euch zurück? Und das ist ja auch ein Wohlstandsbild, das vielleicht Politikern nicht so gefällt. Wir können nicht mehr alles. Woran liegt es? Also das Thema Energiesparen ist immer ein gescheites Thema, ja, und ist immer sinnvoll und nicht nur in Krisensituationen, sondern ganz generell auch in der Langfristperspektive braucht man einen starken Fokus auf Effizienz und Einsparung, damit wir die Energie, die wir brauchen, auch erneuerbar decken können. Und das ist das, wo man, deswegen arbeiten wir ja an dem Energieeffizienzgesetz, deswegen bin ich ganz bei der Lena, das ist ja gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, enorm wichtiges Gesetz, weil es auch für die Industrie einen Pfad gibt und eine Klarheit gibt und eine Planungssicherheit gibt. Also ich hoffe, das haben jetzt auch die verstanden, die das gebremst und also die da bremsen, dass das gerade jetzt ein wichtiger Beitrag ist. Und das Energiesparen, seit Beginn dieser Krise, ja, also ist das ein Thema, das ich immer wieder aufbringe. Bitte, alles, was man selber auch beitragen kann, ist gut, macht Sinn. Aber Frau Minister, ich will jetzt gar nicht sagen, großflächige Kampagnen, oder? Und Sie haben ja Geld im Ministerium für Werbekampagnen. Man könnte ja, das findet jetzt schön, dass Sie sagen, aber ich weiß gar nicht, wie ich darüber denke. Das findet statt. Nur haben wir uns überlegt, was ist in Österreich der gute Zeitpunkt, um großflächig auch Geld in die Hand zu nehmen und deswegen sozusagen im September am Weg in die Heizsaison, weil dort der Impact beim Thema Gas am größten ist. Und deswegen dann große Kampagne eben ab September, weil dort dort steigt das Gas in der Stromproduktion wieder an, dort ist der Gasverbrauch in den Haushalten höher oder steigt wieder an und dort haben wir dann auch den großen Impact. Was das Thema Sparen, kurzfristig Sparen in der Industrie betrifft, natürlich die gestiegenen Gaspreise sind ein Effizienzfaktor, aber ich bin auch intensiv im Austausch mit meinem deutschen Kollegen. Das Instrument, das Deutschland jetzt entwickelt hat, auch zum Sparen in der Industrie, das basiert auf einer Idee, die wir entwickelt haben. Das nennt sich FlexMol. Das ist ein Instrument, wo Unternehmen ihre Gasmengen untereinander handeln können. Deutschland hat das genommen, hat es jetzt ein Stück weiterentwickelt als Instrument, wo Unternehmen Einsparungen handeln können zum Einspeichern in die Gasspeicher. Und das werden wir jetzt wieder mitnehmen und auch für Österreich weiterentwickeln, weil das ist... Erklären Sie das ganz kurz, Seiten, das heißt, ein Unternehmen bekommt... Das ist sehr spannend, aber erklären Sie das kurz, ist ein Unternehmen, verbraucht weniger Gas und bekommt eine Gutschrift oder wie läuft das ab? Oder das, kann Gas? Das, was Deutschland jetzt weiterentwickelt hat, ist die Idee, Unternehmen können sagen, sie verzichten auf Gasmengen, indem sie zum Beispiel, die sie nicht brauchen, die sie weniger in der Produktion haben. Und das ist ein Gas, das gekauft wird vom Staat in der Form des Marktgebietmanagers, nennt sich das im Gasmarkt, um es einzuspeichern.
um, weil die Speicher sind jetzt einfach die wirklich relevante Größe, dass wir ein gutes Notfallsicherheitsnetz haben für den Herbst. Und das ist sozusagen dass die Weiterentwicklung dieses Instruments. Das jetzt also ein finanzieller Anreiz, um weniger Gas zu verbrauchen, genau. Staatlich. Jetzt gibt es auch eine Idee in Deutschland, das würde ich Sie gerne noch fragen, bevor der Gubert sich gemeldet kommt, zum Beispiel auch Haushalten, die einsparen, einen Bonus zu zahlen. Auch die SPD unterstützt das. Ist das etwas, dem Sie etwas abgewinnen könnten für September? Also ja, ähnlicher Vorschlag ist ja vom WIFO auch in Österreich schon einmal entwickelt worden oder in den Raum gestellt worden, ist sicher was man sich anschauen muss. Aber schauen Sie sich das schon an? Also würden Sie sagen, das würden wir unterstützen, wenn der Koalitionspartner mitzieht? Die Frage ist, wie kann so ein Modell in der Praxis funktionieren oder was heißt es in der Praxis? Da stellen sich alle möglichen Fragen, aber haben wir im Haus schon in Auftrag gegeben, dass wir uns diesen Fragen auch widmen. Das prüft noch eine Nachfrage noch. Wir sind ja wollen ja qualitätsvoll, aber hartnäckig sein. In Deutschland ist ja das Gespräch zum Beispiel einfach die Differenz des Verbrauchs zu nehmen und auf Basis dessen eine Art Gutschrift zu geben. Das klingt das für Sie vernünftig oder wäre das ein Weg? Ja, belohnt halt die besonders viel Energie verschwendet haben vorher. Und das sind genau diese Fragen, die man sich anschauen muss. Also das belohnt dann den Haushalt, der auf den Zweitritt, Viert-, Fünft-Kühlschrank vielleicht doch verzichtet. Aber Sie prüfen das sozusagen. Aber genau diese praktischen Fragen muss man sich stellen. Und prüfen das quasi, okay. Herr Gruber, Sie wollten etwas sagen. Also ich stimme der Frau Lena Schilling absolut zu, sparen, sparen, sparen. Und ich stimme der Frau Ministerin nicht zu, dass man sagt, warten wir bis im September. Weil sparen tust dann, wenn du was hast. Und jetzt haben wir nur ein bisschen was und vor allem jetzt haben wir nur einen viel größeren Puffer, bis es im September ist. Allein die Idee. Aber eben nicht in den Haushalten, in der Industrie. Ja, aber das Wichtige ist das, dass wir jetzt in allen Bereichen sparen. Das betrifft auch den klassischen Benzinverbrauch und ich persönlich unterstütze absolut Tempo 100. Da haben viele Damen und Herren leider einen schlechten Physikunterricht gehabt. Ganz kurz in Ansatz erwähnt, warum bringt es so wahnsinnig viel? Nämlich auch fürs eigene Geldtascherl und da würde ich mir tatsächlich vom Ministerium eine ganz große Kampagne erwarten. Wir haben, wenn ich heute auf der Autobahn 100 fahre oder auf der Bundesstraße 80, eine Benzinersparnis, nämlich das ist mein eigenes Geld, und eine Energieersparnis und weniger CO2. Aber jetzt, ich habe deine Frage. Jetzt fehlt eigentlich nur die Zoe. Und das sind nämlich, wenn ich mich an die Regel 100 km/h bzw. 80 km/h auf der Bundesstraße halte, habe ich eine Energieersparnis von 40-60%, wenn ich dann noch die 30 km/h in der Stadt dazu nehme, das kann ich morgen machen und ich weiß, es wird per Gesetz ist das nicht leicht, aber man könnte zumindest einmal eine große Aufklärungskampagne machen, dass der Luftwiderstand quadratisch steigt im Gegensatz zum Rollwiderstand und da kann ich weder durch ein dynamisches Auto fahren oder sonst was weiterbringen. Ich muss jetzt kurz einen Einwand machen an Sie, Frau Schilling oder Herr Werner. Jetzt, ich weiß, die Frau Ministerin findet das gut, die Tempo 100. Ich will jetzt aber trotzdem quasi einen, darf man nicht mansplänen, aber einen Einwand. Was hat denn das mit dem Gasknappheit zu tun? Das diskutieren wir auch intern hitzig. Jetzt fahre ich 100, stimmt schon, ich verbrauche weniger Sprit, es ist gut fürs Klima, ich spare Geld. Aber mit dieser aktuellen Problematik wird da nicht was vermischt? Ich weiß nicht, Frau Schilling. Wir könnten es, ich weiß nicht, ob Ihnen das entgangen ist, aber es geht nicht nur um Gas, sondern auch um Öllieferungen, wo wir jetzt über Indien Öl kaufen, was wir nicht mehr direkt in Russland kaufen können. Nur so nebenbei erwähnt. Also wir haben zugegeben, ist im Moment für die Industrie das Gas ein ganz relevanter Teil, aber wir haben auch durchaus die Ölproblematik. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat im Moment die OMV auch noch ein technisches Problem, was dazukommt. Das heißt, es macht nicht nur aus klimatechnischer Sicht, sondern auch aus, und bitte, das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Es ist immer dann sehr schön zu sagen, ja, wir fördern den Umbau von diversesten Kesseln in die, diversen Wohnungen. Das muss dann schon auch fördern, bedeutet nicht, es wird zu 100% zahlt. Es bleibt dann schon noch sehr viele bei den einzelnen Häuselbesitzern übrig. Und es ist schon wichtig, dass es für alle vernünftig ist. Und jetzt gibt es diverseste Fördermaßnahmen, was durchaus einmal positiv und sinnvoll ist. Aber das Wichtigste ist, jede Kilowattstunde und auch in ein Auto eine Kilowattstunde, die ich einspare, ist eine wichtige. Und wenn ich jetzt weniger Öl verbrauche in Österreich, dann kann man dann sagen, okay, jetzt haben wir dann vielleicht irgendwo das depperte Kohlekraftwerk. Frau Schilling.
Ich würde das ergänzen und ich würde sagen, dass es eben immer um eine Gas- und Ölkrise geht. Wir hätten am Anfang ja auch über ein Gas- und Ölembargo geredet. Es ist klar, dass es nicht nur, also es geht um die Abhängigkeit von Russland, es geht um die Klimakrise und ich glaube, es geht gerade um eine gesamtgesellschaftliche Wende. Wenn wir es nicht jetzt schaffen, all diese Dinge anzugehen und zwar gemeinsam, dann wird es keine Lösung geben. Und der Herr Gruber hat es gerade eh schon gesagt, es ist tatsächlich einfach auch jetzt wichtig für die Zukunft, solche Dinge zu beschließen, alleine für eine Kultur und für das Ölproblem, das wir ja sowieso haben. Das heißt, ich glaube, wir müssen es Schritt für Schritt für Schritt angehen. Und am Anfang war die Frage Öl- und Gasembargo und ich glaube, irgendwann werden wir sowieso ein Gasembargo haben. Also die Frage stellt sich. Okay, Frau Ministerin, zu diesem Thema, kurz Tempo 100, bin Sie wahrscheinlich gut. Aber... Also prinzipiell runter vom Gas im doppelten Sinn, ja, ist also raus aus der Abhängigkeit und Tempo reduzieren jetzt, ist immer gescheit. Ja. Der Herr Gruber hat es eh ausgeführt. Also spart im eigenen Geldbörsel, ist gut fürs Klima, ist immer gescheit. Ja. Und das zweite Thema, auf das ich noch eingehen wollte, war jetzt die Frage, noch einmal zurück, weil die Lena Schilling das jetzt gerade wieder aufgeworfen hat, Gasembargo, beziehungsweise wie abhängig sind wir bei dem Thema. Wir sind beim Thema Erdgas einfach noch einmal deutlich abhängiger als beim Thema Erdöl. Wir haben in Österreich mit Kriegsbeginn kein russisches Erdöl mehr importiert. Das gilt für Österreich. Natürlich für Europa ist die Herausforderung bei anderen Ländern ganz anders. Im Gasbereich ist es umgekehrt. Ja. Im Gasbereich ist unsere Abhängigkeit im Europavergleich enorm. Das ist, und auch da kann ich wieder zurückgehen an den Anfang, von was die Lena Schilling sagte, das war eine Abhängigkeit, in der man sich politisch in den letzten Jahren, in Jahrzehnten sehenden Auges begeben hat. Immer noch ein neuer Vertrag, immer noch eine längere Laufzeit, immer noch ein neuer Freundschaftsvertrag. Und aus dem müssen wir uns jetzt Kilowattstunde für Kilowattstunde, Terawattstunde für Terawattstunde rausarbeiten und aus dieser Abhängigkeit befreien. Und das wird für Österreich bittere Realität, das wird für Österreich Jahre dauern. Das ist das, was umso mehr heißt, alle müssen mittun. Da ist jedes Bundesland gefordert, da ist die Bundespolitik gefordert, da ist jeder Bürgermeister gefordert. Und ja, am Ende geht es um jede einzelne Kilowattstunde. Ich habe jetzt noch eine Schlussfrage. Vielleicht auch um jedes Grad bei der Heizung zum Beispiel. Wohntemperatur. Meine Schlussfrage vielleicht an Sie und an die Frau Schilling. Jetzt haben Sie gesagt, Gas sollte Russland, und das ist ja jetzt tatsächlich immer wahrscheinlich oder gut möglich, wirklich Gas ganz abdrehen oder so, dass es uns auch noch mehr wehtut. Frau Ministerin, vielleicht zuerst, auf was müssten wir uns denn da einstellen? Ist das so, dass Sie sagen, okay, das ist ein kurzer, harter Schock, aber es wird gehen? Oder ist uns das schon bewusst, Ihr deutscher Kollege Minister Habeck hat ja gesagt, diese Krise wird uns einfach ärmer machen. Ist das auch so ein Plädoyer, das auch Sie einfach sagen müssen? Oder sagen Sie so ein bisschen wie Ihr Kollege Kocher, nein, wir werden das irgendwie schon managen und man braucht jetzt keine Panik haben? Ja, Panik ist in keiner Situation ein guter Entscheidungsbegleiter, sondern mit kühlem Kopf rational agieren ist wichtig. Aber klar, und das habe ich auch immer ganz deutlich gesagt und nie was anderes, wenn Russland die Gaslieferungen komplett einstellt, dann heißt das für uns, wir haben Einschnitte, gerade bei den Großverbrauchern, ja, also bei großen Industriebetrieben, die enorm viel Gas verbrauchen. Das heißt, wir müssen dort den Verbrauch reduzieren, um sicherzustellen, dass Wohnungen warm bleiben, um sicherzustellen, dass wir Lebensmittel produzieren, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung funktioniert. Und das ist das Szenario mit Arbeitslosigkeit, mit Produktionsrückgängen, das ist eine weitreichende Entscheidung und das wird weitreichende Folgen haben. Und deswegen arbeitet die gesamte Bundesregierung, alle Behörden, alle dran, dieses Szenario einerseits uns auf das vorzubereiten, wie gehen wir mit dem Szenario um, und andererseits uns vorzusorgen. Und deswegen gerade sehr viel Kraft in Österreich in Richtung Einspeicherung und in Richtung Diversifizierung. Aber glauben Sie, wird das passieren? Wird das Russland machen, uns das abdrehen? Rechnen Sie nämlich jetzt eher nach den Ereignissen der letzten Tage? Kurze Antwort bitte. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Russland kein verlässliches Gegenüber ist und deswegen es notwendig ist, sich auf alle Szenarien auch vorzubereiten. Was Wladimir Putin wann tun wird,
Ich glaube, niemand von uns hat eine Glaskugel und deswegen heißt es einfach, nicht sich einer Illusion hingeben. Energielieferungen sind ein Instrument in dieser Auseinandersetzung und sie werden auch eingesetzt. Frau Schilling, letzte Frage an Sie. Ist das vielleicht auch eine Chance oder ist das in so einer Krise angesichts auch des Krieges verwegen, davon zu sprechen, dass wir da vielleicht einen kurzen, heftigen Crash erleben, aber dann einfach auch unter Notwendigkeit vielleicht Gas wirklich beiseite legen können? Die Menschen brauchen keinen Crash, die Menschen brauchen einen langfristigen Plan, wie wir Energie sparen können. Das müssen wir sowieso, das müssen wir als Gesellschaft sowieso. Das, auch der Energieverbrauch geht seit Jahrzehnten nach oben und ganz ehrlich, auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen geht sich das nicht aus. Das heißt, wir müssen sowieso in einem langfristigen Prozess Energie sparen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, um zu sagen, okay, wir fangen das langsam Schritt für Schritt an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, eben, wir können nicht weitermachen wie bisher. Wir haben gesehen, wo uns das hinführt und fossile dürfen keine Alternative sein. Also Kohlekraft ist keine Alternative, fossile Energien sind nicht die Zukunft. Und das Dritte, Sie haben die Frage gestellt, wer trägt denn die Kosten für die Krise? Wird es uns ärmer machen? Ich fände es gut, wenn wir in einem Sozialstaat leben, der so solidarisch ist, dass wir es schaffen, das aufzufangen. Und was heißt das? Das heißt, dass wir zum Beispiel auch, und das ist die letzten Tage ja auch viel diskutiert werden, über Vermögenssteuern reden müssen, über Erbschaftssteuern reden müssen und so welche, die zweckgewidmet sind und die man dann vielleicht dafür verwenden kann, um die Krisen aufzufangen und vor allem um die Klimakrise auch abzufangen und da die notwendigen Maßnahmen zu setzen. Das heißt, wir müssen schauen, dass auch diejenigen, die Kosten tragen, die sich vielleicht mehr leisten können in dieser Gesellschaft. Und all das muss eine soziale und klimagerechte Wende bedeuten. Und am besten heute. Daumen oben vom Herrn Gruber. Ja, Frau Schilling, Frau Ministerin, Herr Gruber, vielen, vielen Dank für die spannende Debatte. Ich glaube, wir haben viele Punkte gehabt, warum die Regierung Energie spart, wann sie spart, welche Möglichkeiten es gibt, wann man sich es erwarten kann. Über das Kohlekraftwerk wurde gestritten, eine Alternative oder gibt es doch bessere Ideen? Und wir haben über Atomkraft geredet. Ich glaube, Konsens gab es, es ist teuer, aber unterschiedliche Auffassungen zu. Ist das vielleicht zumindest auch in naher Zukunft ein Teil des Mixes, um uns zumindest über diesen Winter zu breiten? Ja, es gab keinen Konsens, aber so soll es ja sein. Wir wollen ja streiten und diskutieren. Vielen Dank an alle Gäste und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch an die Ministerin in diesen stressigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Und streiten wir weiter. Gutes Gelingen, was auch immer Sie vorhaben. Bis zum nächsten Mal. Danke.